Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Wir sind immer noch in Mexiko unterwegs. Ja, und wir gehen einfach mal immer der Nase nach sozusagen heute in Richtung Norden. Mal gucken, was uns da erwartet. Also legen wir mal los. Ausgerüstet sind wir nach wie vor. Gucken wir mal eben hier. Mit dem kleinen Kaliber, Kaliber 22, mit der Virent. Sehr, sehr schön eben für Federviehzeug. Alles von der Munition her in Kategorie 1. Also Klasse 1, perfekt dafür mit 10 Schuss. Sehr schön präzises Gewehr. Als zweites haben wir hier die Ranger 243, Kategorie 2 bis 6. Und damit haben wir eigentlich alle wichtigen Tiere hier auf der Map abgedeckt. Also, ab geht es. Wir haben ausreichend Schuss dabei. Wir haben ausreichend, haben wir die Lockstoffe. Genau, die ganzen Lockmittel haben wir auch dabei. Und dann geht es los. Das heißt, wir gucken mal eben, der Wind kommt aus dem Norden. Das heißt, wir gehen in Richtung Norden, dass uns der Wind schön entgegenfliegt. Man sieht auch hier die kleinen Partikel, die hier rumfliegen. Die fliegen uns alle schön entgegen. Auf geht es. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Guck mal hier. Ringfasan. Guck mal da, Alter. Ringfasan, wenn mich nicht alles täuscht, muss man die tatsächlich auch aus der Luft schießen, um da die volle Wertung für zu kriegen. Das heißt, einfach hinrennen. Ist nicht. Und hier haben wir schon einen Weißwedel. Sehr schön. Na, ich würde sagen, wir fangen einfach an mit Weißwedel. Wir sind gar nicht weit weg von der Base. Wieder einmal. Und hier haben wir noch einen schönen... Alter, jetzt geht's aber ab. Jetzt geht's aber ab. Das sieht doch alles schon mal ganz gut aus. Was nehmen wir denn als erstes, ey? Wenn wir den Weißwedel schießen, verscheuchen wir natürlich auch das Federviehzeug. Ich würde sagen, wir schleichen uns erstmal noch mal ein bisschen näher. Ähnliche Position wie beim letzten Mal. Ich habe gerade noch mal auf die Map geschaut. Beim letzten Mal sind wir weiter oben lang marschiert. Und hier oben die Runde gemacht. Ich würde sagen, wir rennen es einfach mal hier so in diesem hinteren Bereich vorbei. Der Wind steht da gerade echt praktisch. Und dann gucken wir uns das mal an. Guck mal hier. Alter, ist das ein bisschen laut oder ist das ein bisschen laut? Machen wir mal ein bisschen leiser hier. So, Weißwedel haben wir hier. Männlich, Stufe 2 Weißwedel. Gucken wir mal, ob da noch mehr ist. Da haben wir noch einen Weißwedel. Guck mal da. Und der Pascha liegt da im Schatten und chillt. Sehr schön. Tja, sollen wir den uns packen? Haben wir daneben noch was liegen? Da liegt doch noch was Braunes, oder? Da liegt doch noch was Braunes, ja. Da sieht man doch noch was. Ich würde sagen, wir gehen mal hier so ein bisschen in Deckung. Nehmen vielleicht einfach mal die ersten Weißwedel mit. Und machen uns dann gleich auf die Suche nach dem Federviehzeug, was hier rumfliegt. So, Fasan wäre schon nicht schlecht, ne? Ach, guck mal, da ein Weibchen ist da. Aber das Männchen auch nicht so schlecht. Er liegt eigentlich ganz gut. Wir könnten von der Position aus jetzt, so wie er hier liegt, wir sehen ja quasi hinten den Vorderlauf, quasi das Knie und könnten von hier aus mindestens mal in die Lungen reintreffen. Da hinten wird noch rumgebrunftet. Ja, oder wir gehen einfach auf Nummer sicher und locken die ein wenig an. Mit dem Lockruf. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Das heißt, ich gehe nochmal hier so ein bisschen in Deckung. Tarnt mich das? Nee, nicht genug. Also, ich gehe mal hier so ein bisschen ins Gestrüpp. Mach mich mal ein wenig unsichtbar. So, ich glaube, das reicht hier schon für die Weißwedel. Die kurzsichtigen. Und dann gehen wir da mal ran und locken. Das ist die verkehrte. Da haben wir die richtige Tröte. Und sie springen direkt auf.
und kommen instant angerannt. Das ist ja der Hammer, Alter. Das ist ja der Hammer. Da muss man ja gar nicht lange warten. 75 Meter. Ich würde sagen, wir geben direkt Gas. Und Licht. Sehr schön. Sollen wir nochmal hinterher setzen hier? Das war ein bisschen zu früh. Müsste ich vielleicht nochmal einen drauf. Das war ein bisschen zu früh. Ja, aber das war doch schon mal nicht schlecht. Erster männlicher Weißwedel. So, und da ist er doch auch schon. Recht prächtiges Geweih. Sehr gut getroffen. Durch den Knochen durch. Lunge, Herz, Lunge. Also instant gelegt. Sehr schön. Silberwertung dafür bekommen. Vernünftiges Geweih. Kann man machen. Kann sich sehen lassen. Schmeckt. Also so ein Weißwedel. Passt schon. Stufe 2. Voll okay. So, dann gucken wir nochmal gerade nach dem anderen. Und da vorne sind direkt wieder Schritte. Also gar nicht weit von dem gerade geborgenen. Da vorne sind die guck mal. Ach, guck mal hier. Fast übersehen. Guck mal da. Das ist einfach der Vorteil, wenn man direkt auch nochmal rumcallt, beziehungsweise auch leise ist, leise hingeht, nicht hinrennen, oh, ich hab eins, juch heißa, sondern einfach, ja, gleiches Szenario wie eben gerade, durch den vorderen Lauf, zack, Lunge, Herz, Lunge, rabam, mitgenommen. Genau, das ist einfach der Vorteil, wenn man da schön gezielt und leise hier agiert, dann funktioniert das natürlich echt gut hier. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, hier war noch eine andere Blutspur. Auch das war zwar vielleicht ein wenig zu weit vorne getroffen, aber es ist auch wirklich nicht weit gekommen. Wir sehen hier direkt noch größere Blutungen, das heißt also auch da doch noch ganz effektiv getroffen. In die Lunge rein. Direkt mitgenommen. Na, das passte sogar noch. Das passte sogar noch, ne? Doch mit dem Vorhalten war gar nicht so schlecht. Sehr gut. Auch das noch mitgenommen. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal ein bisschen Ruhe bewahren, nachdem wir hier ein wenig eskaliert sind. Heißt also erstmal entspannt hier nachladen. Und wir hatten ja diesmal gesagt, wir gehen unten herum um das Gewässer. Das heißt, wir schauen uns hier mal diese Seite an, die man ja eigentlich schon ganz gut sieht von hier aus. Allerdings, ah, guck mal da, ich wollte gerade sagen, ist kaum was zu erkennen hier. Aber so ein Truthahn, Alter, bis zu 9 Kilo schwerer Truthahn, den nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und ich würde fast sagen, wir versuchen den mal auf Long Range mit dem kleinen Kaliber. Wir sind hier bei 170. Gucken wir mal, wie nah er noch rankommt. Ich gehe mal auch hier ein bisschen in Deckung. Wenn er gleich hier auf den Hügel kommt, sind wir bei unter 150 Meter. Ich gehe mal davon aus, dass er gleich noch ein bisschen weiterläuft. Und dann gehen wir gleich hier mit dem Kaliber 22 ran auf lange Distanz. Da kommt er auch schon. Da sieht man langsam den Kopf. Sehr gut. Er gubbelt hier so rum. Na, bleibt er da jetzt? Ne, er kommt weiter. Sehr schön. Sehr schön. Und da haben wir ihn. Schön. Also, wir gehen jetzt mit dem Kleinen dran. Sind auf 150. Aimen also dann ein bisschen drüber. Luft anhalten. Und sollten vorne in die Brust getroffen haben. Das war jetzt natürlich sehr eigenartig. Er musste nochmal über. Er hat nochmal drüber nachgedacht. Was war ein Ditte? Und dann war es doch schon um ihn geschehen. Ja, da gehen wir mal eben hin. Oha. Da kommt doch was an.
Nächster Weißwedel umherziehend. Ich gehe mal direkt in Deckung. Kommt hier auch direkt auf uns zu. Es ist einfach so vorteilhaft, wenn man die Möglichkeit hat, auf der Map schön in die Richtung zu gehen, woher der Wind kommt. Das heißt, man hat auch wirklich dann noch, hier kommt der Wind aus dem Norden straight. Wir haben bis Westen, wir haben bis Osten alle Möglichkeiten, uns hin auszurichten. Und ja, man verscheucht einfach nichts, ne? 120 Meter, den nehmen wir auch noch eben mit. Bisschen drunter aim in dem Fall. Und passt. Oh, ich sehe da gerade Hasen oder Kaninchen. Guck mal da oben. Oh, das ist interessant. Da gehen wir auch nochmal hin. So, als erstes kommen wir jetzt hier zum Truthahn, der gerade doch ein wenig überrascht war, was mit ihm geschah. Es ist eine Goldwertung. Truthahn. Richtig schöner Gockel, Alter. Schönes Ding. Schönes Ding, kann man machen. Truthahnalden schmeckt. Also, passt schon. Nehme ich doch gerne mit. Ah, so ein bisschen stattlicheres Rumgeflattere wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, das kann man ja ganz gut machen dann auch in der Trophy Hall. Wenn man sich den dann ein wenig ausstopft, dass er dann so ein bisschen prächtiger aussieht. Aber so passt das doch schon mit dem Truthahn. Schönes Ding. Schönes Ding, mitgenommen. In Gold, immer gern. Ab Diamond kommt er in die Trophy Hall. Und da vorne haben wir auch schon das Weißwedel. Jawohl. Bisschen kleiner wahrscheinlich von der Wertung. Ja, auch immerhin Silberwertung, Stufe 2. Sehr gut. Auch hier, zack, direkt erwischt. Lunge und Herz. Ja, sehr gut getroffen. Mitgenommen. Passt. Top. So, und jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig und leise sein, denn hier vorne waren ja gerade so Hasen oder Kaninchen und auch ein mexikanischer Rotluchs. Ich gehe direkt in Deckung. Das war close. Das war wirklich close. Vielleicht kriegen wir ihn rangelockt. Hammer. Oh. Das war ja der Hammer. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Der wollte wahrscheinlich auch auf die Hasen. Halt mal die Augen offen. Irgendwo hier wird er ja jetzt rumströmern. Jetzt ist natürlich hier die Deckung gerade nicht so ganz ideal. Die Location auch nicht so gut, weil wir hier in so einer kleinen Senke sind. Vielleicht ist da vorne noch besser. Ich schleiche mal ein bisschen weiter. Und das Gras ist hier auch so hoch, ne? Vielleicht ist hier besser. Und ich kann mich hier vielleicht hinstellen. Nee, auch nicht viel besser. Da links. Das ist er. Das ist er. Tatsächlich. Das ist er. Ich rufe nochmal, dass er sich umdreht. Jetzt hat er sich umgedreht. Nochmal auf die Entfernung messen. Einmessen. Wir sind hier bei 40 Meter. Runter aimen. Und jetzt unterzielen. Nicht drüber halten, sondern drunter halten müssen wir jetzt natürlich. Ich hoffe, er dreht sich nochmal um. Danke. Und. Oh, 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 oh. Das war zu niedrig. Und nochmal einen hinterher. Das war zu niedrig auf die kurze Distanz. Ei, 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 ei. Auf die kurze Distanz habe ich übertrieben. Da hätte ich...
da hätte ich auf die Distanz hätte ich einen Millimeter vielleicht drunter halten müssen. Ei, 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 ei. Und da liegt er auch schon. Ei, 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 ei. Hellbraun. Schick, aber ganz schlecht getroffen. Und der zweite auch ganz schlecht getroffen. Ich sag ja, Alter, der war, guck mal, so weit runter, viel zu tief geaimt. Von vorne, viel zu tief. Ja, bisschen höher hätte ich zumindest noch die Lunge getroffen. Schade. Schade, schade. Machen wir beim nächsten Mal besser. Keine lebenswichtigen Organe getroffen. Abzug in der B-Note. Ei, ei, ei. Da müssen wir nochmal dran. Ja, Weißwedel hatten wir ja jetzt schon mehr als genug. Hier vorne könnten wir uns schon wieder mit den nächsten Weißwedeln belohnen. Nochmal zwei Stück. Alles so eher kleinere, ne? Stufe 2. 3 und 4, fast gar nicht. Ich würde sagen, ich lasse mal einfach mal laufen. Oh, oh. Ein Kojote. Kojote auf 70 Meter. Sollen wir probieren? Passte ganz gut. Und da hinten wieder drohendes Klopfen. Ja, ich suche eigentlich gerade die Hasen. Oh. Und Fasane und Hasen klopfen hier rum. Kojote ist auf der Jagd nach Fasan und Hasen. Nicht schlecht. Ja, Fasan, schrei mal noch ein bisschen. Ich nehme dich gerne mit, ey. Oh, guck mal da hinten. Männchen. Auf über 200 Meter. Sollen wir probieren auf die... Alter, hier fliegt noch was. Guck mal hier. Weibchen. Aber war das nicht so? Ich muss das mal testen. Dass man die in der Luft wegschießen muss. Ich habe das irgendwie so in Erinnerung. Wir gucken uns das gleich mal an. Wir machen mal gleich einen Fasan auf dem Grund. Und dann in der Luft. Wenn die da vorne rumrennen, wäre das ja mega. Aber jetzt pflücken wir uns erstmal nochmal schnell den Kojoten hier. Zack, Bronzewertung. Ja, beides getroffen. Im Vorbeirennen. Passte doch, mitgenommen. So, und jetzt halten wir uns nochmal hier in Richtung Fasan auf. Ich bin gespannt, ob wir zwei Stück kriegen. Einmal auf dem Boden laufend, einmal in der Luft. Tja, so eine freie Area ist natürlich nicht schlecht, ne? Da hinten rennt noch was weg. Haha! Alter! 100... 30 Meter. Oh komm, den nehmen wir aber mit, oder? Auf 130 Meter? Das ist aber wieder tricky, ey. Auf 100 Meter und ein bisschen drüber halten. Haben wir. Und da sind noch ein paar andere. Und die Fasane gockeln hier auch rum. Also Augen offen halten jetzt nach den kleinen Fasanen und den Hasen. Oh, guck mal da ganz hinten. Ei, 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 das ist aber weit weg. Da sind wir schon bei 300. Naja, 300 plus, ne, 360. Nicht schlecht. Wäre natürlich auch nochmal eine Challenge, ne? Schön auf Long Distance. Drohendes Klopfen hier. Antilopenhase. Die Weibchen
Die meckern. Hier vorne rennen sie rum. Miau. Hier rennen sie rum und warten regelrecht auf mich. Das ist aber doch nett. Da nehme ich die aber doch mit. Ich dachte, die rennen jetzt weg hier. Zack. Weiblich, grau, fast schneeweißes Häschen. Krass. Zack, in die Lunge. Wow. Wow. Und mitgenommen. So, wo ist er? Der große Rammler. Irgendwo muss er doch hier rumliegen. Hier ist er doch schon. Zack, auch hier eine Goldwertung beim Antilopenhase. Abgefahren, Alter. Wie die aussehen, ne? Mit so riesen Augen. Aber geil, ey. Voll gut. Voll gut. Erinnert mich so ein bisschen hier an der Hase von hier. Wo, was war das? Alice im Wunderland? Hat er nicht auch so Glubschaugen gehabt? Mega, der nächste Gold. Alter, Goldwochen, ey. Läuft doch wieder. So, jetzt noch so ein schön Fasan oder sowas. Das wäre doch ein krönender Abschluss. Wenn wir die denn kriegen. Hier ist ja richtig was los auf der Map. Wahnsinn. Zumindest hier in der Area. Der Pfad der Verwüstung hier. Vielleicht kann ich mich gleich nochmal so ein bisschen... Ne, weiter Richtung Osten kann ich mich gar nicht halten, weil der Wind halt dahin geht jetzt. Also, der Wind hat ein bisschen gedreht. Ich muss mich mehr so in Richtung Nordwesten halten. Vielleicht kriegen wir hier sogar noch den Aussichtspunkt heute mit aufgedeckt. Wäre natürlich nicht schlecht. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Auf der Suche nach Fasanen, beziehungsweise auf den Weg hier zum Aussichtspunkt. Das ist natürlich immer super, wenn man hier so eine riesengroße freie Fläche vor sich hat. Und dann ruft hier auch noch ein kleiner Kojote und meldet sich hier freiwillig. Das ist natürlich sehr nett. Ich gucke mich gerade aber nochmal eben um, ob hier noch irgendetwas, ich gehe mal ein bisschen in Deckung, ob hier noch irgendetwas zu sehen ist sonst. Ist aber tatsächlich bisher nicht. Also es hat sich nichts gemeldet hier auf dem Weg auch hierher. Das heißt, wir machen uns mal, ja, ich würde sagen, über diesen kleinen Kojoten her. Eine kleine Kurve von da unten und dann hoch. Das passt auch vom Wind her ganz gut. Wir sind hier bei 110 Meter ungefähr. Diesmal machen wir nicht den Fehler. Das heißt, ja, wobei, jetzt sind wir ja bei 75. Jetzt müssen wir doch wieder drüber aimen. Aber nicht so ganz wahnsinnig viel, ne? Okay, jetzt läuft er ein bisschen schneller. Und kommt dadurch natürlich auch deutlich näher ran. Das heißt, wir sind gleich sogar schon genau bei 75 Meter. Ich würde sagen, jetzt passt das gerade ganz gut. Und damit haben wir ihn. Das Schöne ist natürlich jetzt in dem Fall, mit dem Kaliber sind wir deutlich stärker unterwegs. Eigentlich schon fast zu stark für den Kojoten. Es ist allerdings noch im richtigen Bereich. Das heißt, die Munition geht ja von 2 bis 6. Das heißt, ein 6er Tier erledigen wir genauso weitgerecht wie ein 2er Tier. Das ist eine wahnsinnig große Spanne. Und das macht es natürlich dann auch so praktisch hier, dieser Ballermann auf der Map. Das heißt, ja, weitgerecht erliegt und dadurch natürlich auch die komplette Punktzahl erhalten. Also, schauen wir mal eben rein. Auch hier eine Silberwertung auf dem kleinen Kojoten. Zack. Ja, so soll das sein. Lunge, Herz, Lunge. Alles Lebenswichtige mitgenommen und damit ein gezieltes, schnelles Ende gesetzt. Mitgenommen. Ja, auch hier wieder jede Menge Spuren von Fasanen. Allerdings, ja, auch Hasen tatsächlich dabei. Also jede Menge Action hier auf diesem freien Feld. Mega gut.
Das schmeckt natürlich. Ich habe mir gerade schon überlegt, irgendwie ist es natürlich mit solchen Gewehren immer auch recht einfach, ne? Weil man halt auf sehr große Distanz eben auch schon gezielt trifft. Ich denke, dass ich das nächste Mal hier auch mal mit, vielleicht einfach nur mit Pistole umherrenne. Pistole wollte ich ja auch noch ein bisschen pushen. War da nicht gerade ein Lockruf? Warnruf Weißwedel wieder. Ich denke, die Tiere sind auch einfach in dem Rahmen, dass man hier, also in diesem Level- und Klassenbereich, dass man hier echt gut mit den Pistolen klarkommt. Ich denke, das schmeckt. Und genauso gut kann ich mir vorstellen, hier auch die Flinten so ein bisschen zu pushen. Das heißt, wenn man hier mal mit Schrotern unterwegs ist. Da, guck mal. Die unvorsichtigen jungen Weibchen, die kommen natürlich jetzt gerade als erstes, aber wir hatten ja den Warnruf von einem Männchen gehört. Das heißt, das muss auch noch gleich kommen. Vorher reagieren wir hier nicht. Ich hoffe, das deckt uns jetzt hier nicht großartig auf. Da oben. Auch nochmal ein Weibchen. Das kommt natürlich jetzt sehr close. Ei, 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 die sind aber auch deppert. Ah, geht auch weg. Hat keinen Warnruf abgesetzt, das ist schon mal gut. Zwei Weibchen da oben. Na. Ich wag mich mal hier raus. Denn es tut sich gerade gar nichts mehr. Auch mit dem Anlocken. Was sich allerdings getan hat, ist ein Rufen von einem Fasanenweibchen. Das wäre ja auch nicht so schlecht. Okay, wir sind ganz nah dran. Da vorne rennen sie schon rum. Direkt vor der Nase. Direkt. Ach du Schande. Guck mal, ganz viele. Ganz, ganz, ganz viele. Close. Da war noch ein Männchen. Noch einer runtergefallen. Ei. Und da gehen sie wieder runter. Wow. Wow. Eine ganze Armee Fasane. Wahnsinn. Das war, glaube ich, hier der erste. Jawohl. Ordentlich getroffen. Schick. Mitgenommen. Keine großartige Wertung. Dann war der hier. Trophäe Bronze. Im Flug getroffen. Jetzt muss ich nochmal drauf achten. Kann das sein, dass denen am Grund die Wertung einfach entzogen wird? War hier nicht gerade noch einer? Das wäre halt der Hammer, ne? Ich meine, es waren noch drei. Das ist ja der Hammer, ey. Ja, die Fasane sind ja hier runtergeflattert. Ich folge denen einfach mal ein bisschen. Ich habe auch gerade schon wieder einen Ruf gehört aus der Richtung hier. Und jetzt wird es natürlich nochmal spannend. Aus der Luft oder am Grund. Und da sind sie. Und hier flattern sie. Oha, no scope besser. Okay, das waren zwei Weibchen. Das wird natürlich tricky. Und da sehe ich mich aber auch schon hier. Schön mit dem Vogelschrot natürlich rumhantieren.
Ganz klarer Fall. Und direkt vor mir hier. Guck mal da. Guck mal da. Und noch einer. Also theoretisch. Theoretisch muss ich halt den Test machen. Bekomme ich eine vernünftige Wertung am Grund? Oder eben nicht? Muss ich sie wirklich aus der Luft abschießen oder nicht? Das ist die Frage. Wenn du das weißt, vielleicht einfach schon mal unten in die Kommentare reinschreiben. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Bin ich gespannt, Alter. Alter, jetzt rennen die weg. Ich würde sagen, wir gehen beim nächsten Mal schön auf. Da vorne ist doch noch einer. Da ist doch noch einer. Da ist doch noch einer. So, vielleicht kriegen wir den noch hier. Getroffen. Und liegt. Männchen. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das Weibchen auch noch hoch? Vielleicht sogar in die Luft gejagt. Also. Da. Zack. Noch eins. No Scope. Nein. Oh, jetzt fliegen die Nächsten los hier. Ei, ei, ei. Wow, ich muss mal eben dahin. Das müssen wir uns mal schnell angucken hier. Wie ist das jetzt? Kriegen wir eine schöne Wertung oder nicht? Also, den getroffen. Bronzewertung immerhin drauf. Getroffen. Weibchen außer Luft. So, Männchen sitzend. Mit Sicherheit von der Grundwertung her eine bessere Wertung. Da hinten war's. Da liegt's. Siehst du, keine Wertung, weil sitzend. Pah. Das heißt, wir müssen hier wirklich ran an die Gockels im Flug. Krass. Ich würde sagen, wir machen uns das nächste Mal hier richtig auf die Socken auf Federviehzeug und rüsten uns dafür natürlich passend aus. Und dann ziehen wir uns die außer Luft. Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Wenn das Ganze gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen fürs Video. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch.